Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinen Kanal. Ja, wie ihr sehen könnt, heute mal wieder nicht alleine, heute mal wieder mit Jenny. Und wir haben uns gedacht, wir machen einfach mal so einen Liquid-Test. Wir hatten uns in letzter Zeit einen Haufen Zeugs gekauft. Und ja, da waren ein paar sehr, sehr geile auch dabei. Und die wollten wir euch mal vorstellen. Ja, aber wir wollten das in zwei Teile machen. Heute geht es mal nur um so eine, ich sag mal, Mango-Serie, also verschiedene Mango-Aromen, aber auch teilweise Fertig-Liquids. Und im zweiten Teil, da machen wir so querbeet durch irgendwas. Ich weiß gar nicht. Ach nee, das verraten wir noch nicht. Das machen wir später. Ja, wie viele haben wir? Vier. Also vier Mango-Liquids. Fangen wir mal mit den ersten an. Das sind alles, also die beiden, das sind Aromen. Und einmal, das ist einmal von Twisted, das Manta Fango. Das soll wie so eine Fanta halt eben mit Mango-Geschmack sein. Dann haben wir einmal von PJ Empire, dieses Slushy Queen Horny on the Rocks. Das soll auch irgendwie mit ein bisschen Frische sein. Und dann haben wir noch zwei Premium Liquids. Das hatten wir ja schon beim Smog-Video kurz vorgestellt, mehr oder weniger. Dieses Horny Mango, das ist halt eben Fertig-Liquid. Und einmal, das habe ich mir letzte Woche gekauft von Project Cloud Double Mango. Auch ein Fertig-Liquid. Ja, die vier gibt es heute. Okay, Tröpfler am Start. Welche haben wir? Wie immer, eigentlich einmal der Recoil in schwarz und du hast hier den... Ich habe mir den jetzt in Lila geholt. Ich habe den auch noch in Silber. Aber wo ich dann die ganzen neuen Farben gesehen habe, dachte ich mir, finde ich richtig geil, muss ich erstmal zuschlagen. Also ist der in Lila nochmal dazugekommen. Ah, der ist echt nice, ne? Richtig sieht schön. Richtig schön aus, ja. Ja, wie gesagt, ich habe meinen, benutze ich ja schon seit jetzt, glaube ich, einem guten Jahr, den Recoil. Und das ist für mich einfach so... Oder für uns kann ich, oder können wir ja sagen, also das ist wirklich so der Geschmackströpfler Nummer 1. Also ich habe schon viele andere auch mal getestet, aber ich finde den Recoil finde ich einfach am besten. Also es bringt den geilsten Geschmack auf jeden Fall rüber. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich würde sagen, wir starten mit dem Horny on the Rocks. Ja, ne? Mhm. Bitte? Boah, es riecht aber schon... Brauche ich irgendwie schon künstlich, oder? Der Geruch ist naja. Das riecht sehr künstlich. Also Mango kommt durch, auch ein ordentlicher Teil an Frische. Aber irgendwie, also jetzt nicht scheiße, aber auch nicht so wirklich gut, aber irgendwie künstlich. Ne? Ich finde, es schmeckt ein bisschen nach Banane. Das stimmt, ne? Ein bisschen schon, ne? Mhm. So matschig-klatschige Banane, wenn ich ehrlich bin. Ja, ein bisschen, ne? Mhm. Aber, ja, so Mango... Ein bisschen, aber irgendwie so eine künstliche Mango, ne? Mein Fall ist es nicht. Aber zu meinem Favoriten kommen wir ja nachher auch noch. Aber auch gut Frische drin. Also ich muss sagen, also im Sommer, da dampfe ich ganz gerne eigentlich. So ist mir dieses Jahr mal so aufgefallen, doch recht mehrere Liquids mit Menthol oder Corula. Ich mochte das ja am Anfang nicht so, aber wenn das so warm ist, dann finde ich das eigentlich ganz geil. Das wird so, kriegt ihr die Pullen, also dann habt ihr hier das Aroma drin und dann füllt ihr das einfach nur hier bis zur Oberkante auf und dann einfach
shaken, stehen lassen, was weiß ich, ein paar Tage und dann kann es gedampft werden. Also so ist es. Also ihr habt keine kleinen Aromaflaschen, sondern ist direkt hier drin das Aroma und fertig. Ja, aber ja, ja, ist okay. Aber also ich fand das von PJ Empire, das Lamb Macaron, das ist ja sehr, sehr geil. Und da habe ich gedacht, gut, vielleicht ist ja das Mango auch ganz, ganz gut von denen, aber okay. Ja, kommen wir zum zweiten. Ein Aroma, was ich gerade schon gezeigt habe, das Manta Fango. Ich habe da allerdings nicht mehr so viel in der Flasche, also ich dampfe es eigentlich schon ein bisschen länger. Da ist jetzt nur noch so ein kleiner Strunz drin, aber der müsste auf jeden Fall... Der müsste auf jeden Fall reichen. Wollte ich eigentlich noch neu angemischt haben, aber irgendwie ja, noch nicht zugekommen. Also Dosierempfehlungen sind auf jeden Fall 3-6% davon. Ja, riecht schon mal besser. Schon besser. Ja, also das riecht auf jeden Fall nicht so künstlich. Hier riechst du aber auch schön so ein bisschen die Fanta-Note eigentlich raus. Ne? Also das Mango geht geruchlich schon ein bisschen unter. Also eigentlich riecht es wirklich mehr so nach Fanta, wie man Fanta auch wirklich kennt. Aber schmeckt auch so wie Fanta-Mango. Also ich meine, du bist ja nicht so der... Ich bin nicht so der Mango-Fan, ne? Nee. Ich dafür umso mehr. Aber ich muss auch sagen, ich habe bis jetzt auch echt sehr, sehr wenig Mango-Liquids gehabt, die mir wirklich richtig, richtig gut geschmeckt haben. Also es ist, glaube ich, recht schwierig, da gute einfach rauszufinden. Ich glaube, letztes Jahr auf der Messe, da war auch nichts, ne? Großartig an Mango-Liquids. Ne? Aber das ist ganz lecker, das ist gut. Also wenn ihr Fanta mögt, Fanta Mango, dann kommt auf jeden Fall sehr, sehr, sehr nah dran. Schmeckt auch nicht künstlich. Ich finde ja, so leicht schmeckt das so ein bisschen wie Bitterlemon-Zeugs. Bitterlemon? Ja. Findest du? Ja. Also da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Boah, ist das schon... Ein kleines bisschen. Ich muss gleich erstmal kurz, glaube ich. Ich hätte das große Fenster ganz aufmachen sollen. Aber naja. Ja, das ist auf jeden Fall besser. Das ist echt lecker. Und dann würde ich sagen, dann kommen wir jetzt zu den Fertig-Premium-Liquids. Ja, dritte ist jetzt einmal das Horny-Mango. Das hatten wir ja bei dem Video kurz mal vorgestellt gehabt. Und jetzt dampfen wir das auch mal im Tröpfler. Ich hatte mich aber vertan in dem Video. Das ist kein 70-30, sondern ist eine 50-50 Mischung. Das habe ich irgendwie übersehen, keine Ahnung. Ist auch mit frischer Anteil und kommt aus Malaysia. Ja, wir hatten das nur umgefüllt, also Jenny hatte das in ihrer Tonkopfbulle. Die sind auch geil, ne? Also in dem Smogstick, da kam das schon echt gut rüber. Ja, also da kommt die, also geruchsmäßig die Mango auf jeden Fall schon natürlicher rüber als bei den anderen beiden. Du tropfst. Overdripped. Ist ja bei dem neuen Recoil nicht mehr möglich. Oh ja. Oh. Sobald es den auf dem Markt gibt, wird er, glaube ich, auch in unserer Sammlung landen. Ja, letztens erst gesehen, dass Grim Green den, Recoil V2 rausgebracht hat. Recoil Rebel heißt er. Müsst ihr mal gucken, gibt es auch schon ein, zwei Videos. Also der hat mich direkt angesprochen, weil wie gesagt, den werde ich mir, oder wir werden uns den auf jeden Fall holen. Drei Farben, irgendwie Schwarz, Silber und Gold, also sahen schon richtig, richtig geil aus. Und ja, der wird auf jeden Fall auch in unserer Sammlung landen, definitiv. Yep. Ne, findest du nicht auch? Vom Geruch her deutlich besser.
Ja, also auf jeden Fall schon mal natürlicher. Ich habe jetzt noch ein bisschen das Mantafango drin. Ja. Ja, und da, also da kommt die Mango bis jetzt am geilsten durch. Aber richtig, richtig schön süß. Das Einzige, was man hier vielleicht als Nachteil erwähnen könnte, ist, dass das sehr frisch ist. Also das ist schon wirklich richtig krass, dass einem teilweise, wenn man zu lange zieht, der Hals wirklich schon gefriert, kann man sagen. Ja, da ist schon ordentlich Frische drin. Aber ich kenne auch welche, die sind noch extremer. Also gewisse Kapkas-Liquids, die finde ich noch extremer. Aber da, also da finde ich, das ist noch gerade so die Grenze, finde ich. Ja, ich meine, ich persönlich finde es nicht schlimm. Ich mag das ganz gerne. Ich finde das gar nicht so schlecht. Aber es gibt ja Leute, die da überhaupt gar nicht so drauf stehen. Für die könnte das vielleicht sogar schon ein kleines bisschen zu viel sein. Oh, das ist geil, ja. Das, also, ich habe das bis jetzt auch noch gar nicht im Topflager. Naja, die auch noch nicht. Bisher nur im Tank. Ja, nur im Smog-Sticker. Da kommt es schon gut, aber im Tröpfler, ich meine, klar, Fertigkeulen, Tröpfler brauchen wir uns nicht drüber zu streiten. Ist klar, dass das da besser schmeckt. Aber das ist geil, ne? Die Mango, die ist, boah, die ist richtig, also die ist richtig identisch auch. Richtig schön süß, schön fruchtig. Geil. Ne? Ja. Echt geil. Das ist auch mein Favorit. Das ist richtig, richtig gut. Ja. Ja, also von den drei auf jeden Fall würde ich sagen, bis jetzt das Beste. Ja, dann kommen wir jetzt mal zum letzten Mango Mania Liquid. Und zwar ist das von Naked Nation, das Project Cloud Double Mango. Das ist ganz witzig, also es wird in so einer Tube hier geliefert. Also haben wir einmal 100 ml Liquid. Und da fand ich noch ganz witzig, da war hier noch so eine, ich glaube, 30 ml Leerpulle drin zum Umfüllen. Wenn ihr jetzt die große nicht unbedingt mitnehmen wollt, dann war noch ein bisschen Watte dabei und noch so ein Sticker, ja, wo einfach Project Cloud draufsteht. Also die kannte ich vorher überhaupt gar nicht. Die hatte ich jetzt im Shop gesehen. Dann hatte ich mal probiert und wo ich gelesen habe, Double Mango, muss ich das einfach mitnehmen. Ja, das stellen wir euch jetzt vor. So, also da ist natürlich jetzt in den großen kein Nikotin drin, aber man kriegt hier diese Nikotin-Shots und dann, je nachdem, wie viel wie viel ihr an Nikotinanteil haben wollt. Also ich glaube, ich habe jetzt hier einen Shot reingemacht in die 100 ml und dann kommt man so auf, ich glaube, wo war das gewesen? 1,5 Milligramm Nikotin müssen das ungefähr sein. Also es reicht auf jeden Fall. So. Puh. Ach, das finde ich auch, das riecht auch so richtig, richtig geil schon, fruchtig. Nee. Mango. Findest du nicht? Nee, das finde ich auch total künstlich irgendwie. Künstlich? Mhm. Dampftest. Ich find's geil. Ich find's geil. Auf jeden Fall weniger Frische. Wesentlich weniger als bei dem Horny Mango. Also ich finde die Mango hier auch super geil. Also sogar noch einen Tacken süßer wie das Horny Mango. Ist nicht deins? Bah, nee, gar nicht. Bah, gar nicht. Nee, das schmeckt irgendwie. So im Abgang ist das. Seht ihr uns noch? Irgendwie so leicht, ja, nicht kokelig, nicht verbrannt. Das ist so. Oh, wie soll man sagen? Wie so ein muffiger Geruch, der einem so den Hals runterwandert, finde ich jetzt. Da, also mir gefällt es gar nicht. Nee. Gar nicht? Also ich finde es geil. Aber so scheinen sich ja die Geschmäcker, ne? Nee.
Das ist, wie wenn man vielleicht so einen Apfelstiel oder so, wenn man den kaut. Keine Ahnung, so, das ist ganz, nee, furchtbar. Also mir gefällt es nicht. Okay. Also ich find's geil. Ich find's gut. Also ich persönlich, ich finde die Mango, die ist auch nicht künstlich. Also ist nur eine extrem süße. Also die also ist schon einiges süßer wie das Horny Mango, finde ich. Aber hat halt eben ein bisschen weniger an Frische. Und das gefällt mir persönlich halt eben besser. Ist nur so ein ganz, ganz leichter, ganz, ganz leichter Hauch. Das finde ich eigentlich ganz geil so. Ja. Doch. Aber gut. Jenny sagt nein, ich sage ja. Also. Geschmäcker sind ja Gott sei Dank unterschiedlich. Klar. Und da ist es vielleicht auch gar nicht so verkehrt, wenn man hier zu zweit sitzt als alleine. Ja. Nee, aber mir persönlich sagt einfach das Horny Mango am besten zu. Das ist, nee. Ja. Ja. Denke mal, so geht es euch ja auch. Also, denke mal, jeder definiert das auch oder findet das einfach auch unterschiedlich gut. Also, die einen sagen, vielleicht habt ihr da auch eine ganz, ganz andere Meinung zu, wie wir. Also, wenn ihr die natürlich jetzt auch kennt. Aber wir können ja jetzt nur von unseren Erfahrungen, sag ich jetzt mal, sprechen und sagen, wie uns das schmeckt. Also, von daher, also, ja. Gut ist es natürlich, wenn ihr einen Offliner-Store habt, wo ihr die Sachen vielleicht einfach mal probieren könnt. Und so machen wir das ja auch. Bevor wir uns hier Sachen kaufen, das ist halt eben ganz gut bei Hillbillies, dass wir die Sachen eben einmal durchtesten können. Es ist natürlich ärgerlich, wenn man dann nachher seine 23, 24 Euro oder was für bezahlt und dann ist das geschmacklich mal so gar nicht. Ja, das stimmt. Gut, ne? Das stimmt. Ja, also ich hatte jetzt die beiden Aromen, die konnte ich jetzt vorher nicht probieren, obwohl doch das Manta Fango, ich glaube, das konnte ich probieren. Das hatte, glaube ich, einer schon fertig angemischt. Weil Rum ist natürlich eine andere Geschichte, aber da ist das ja jetzt auch nicht so schlimm, weil ja, das sind halt eben dann mal 6 oder 7 Euro, falls es nicht schmeckt, die ihr dann im Sand setzt. Also, aber bei, klar, bei den Premium Liquids, da ist es natürlich schon ärgerlich. Ne? Ihr holt euch da eine, die 20, 25, vielleicht sogar 30 Euro kosten und da macht es schon Sinn, die wirklich vorher auf jeden Fall zu probieren. Ja, auf jeden Fall. Ja, kommen wir auch mal zu den Preisen. Ich denke mal, die interessieren euch auch. Also das Horny Mango, das kam, wie viel war das? 24,90? 24,90. Also, ne, das ist natürlich ein paar Euro Unterschied, je nachdem, wo ihr das immer kauft. Also, ihr habt da 65 ml Liquid drin. Dann hatte ich das von Project Cloud, da waren ja 100 ml drin. Das kam 30 Euro in der Pulle, aber da habt ihr natürlich auch noch ein bisschen, ich sag mal, ein paar Gimmicks noch dabei. Da fand ich eigentlich ganz witzig. Dann das Slushy Queen, das Horny on the Rocks, kam so um die 7, 8 Euro. Und das Manta Fango so um die 6 Euro. Also es ist natürlich immer so ein bisschen unterschiedlich, wo ihr das natürlich auch kauft. Und aber so krasse Preisspannen werden da jetzt nicht sein. Also ich denke mal bei eurem Offliner oder wenn ihr das irgendwie mal online bestellt. Also irgendwo reiht sich das so in die Preiskategorie rein. Ja, sollen wir mal ein Ranking machen? Gerne. Okay, wir machen ein Ranking jetzt. Fang du mal an. Also, ich fange mal mit dem letzten Platz an. Mein letzter Platz, das wäre das von Slushy Queen. Das wäre bei mir Nummer 4. Nummer 3, leider, obwohl es ja auch ein Premium Liquid ist, aber das von Project Cloud. Nummer 2 wäre bei mir dann Manta Fango. Und da ist halt eben, seit ich das probiert habe, wirklich mein absolutes Lieblingsliquid im Moment mit ist, ist es halt eben Horny Mango ist bei mir Nummer 1, ganz klar. Ja, also mein Ranking ist auch so wie Jenny vom PJ Empire, das Aroma, weil das war schon irgendwie künstlich, also das schmeckte mir jetzt nicht so gut. Dann auf Platz 3, was wirklich gut ist, das Manta Fango von Twisted. Ja, da sind wir ein bisschen anders. Also da sehe ich auf Platz 2 das Horny Mango, obwohl es auch sehr, sehr lecker ist. Also definitiv ist richtig gut. Und das Double Mango von Project Cloud
ist da so mein Favorit. Also ist bei mir so auf Platz 1. Ja, dann würde ich sagen, dann sind wir mit dem Mango-Tasting durch. Ich hoffe natürlich, euch hat es wieder gefallen. Auch wieder mit Jenny dabei, hat wieder mega Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr seid zufrieden. Wenn es euch gefallen hat, natürlich immer einen Daumen nach oben da lassen. Wenn ihr noch kein Abo habt, natürlich auch ein Abo da lassen. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns demnächst wieder. Macht's gut, habt noch einen schönen Abend. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Also ein paar Outtakes-Sachen mit der dabei. Aber nicht die Rülpser. Ich habe ja immer auch halt nur gerülpst. Das kommt da nicht rein. Schon wieder. Es liegt an der Flasche. Sie brauchen die Mango-Flasche. Die will einfach nicht so, wie wir wollen. Die fällt immer runter, weißt du, was für ein Scheiß, ey. Ja, dann kommen wir jetzt zum letzten. Und zwar ist das von Project Cloud oder Naked. Was? Nochmal, komm.